voll die verschiedenen Hautfarben. Unsere Kinder werden bunt. Na, Stummi. Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen bei einem weiteren YouTube-Video auf Isabels Kanal. Heute werde ich das Video leiten, weil Isabel leider krank geworden ist und sie kann nicht mehr reden. Also nicht so richtig. Ja, und es tut dir weh beim Reden? Das ist sehr, sehr schade, aber dafür hast du ja mich. Und zwar geht es heute darum, dass wir eine neue Kollektion ausprobieren, und zwar die Pokémon-Kollektion. Wie geil ist das denn bitte? Es gibt einfach eine Pokémon-Kollektion. Ich liebe Pokémon. Ich habe meine ganze Kindheit mit Pokémon verbracht. Du auch? Nein. Ihr müsst wissen, ich bin ein Pokémon-Profi, deswegen ist das perfekte Video eigentlich für uns. Mhm. Hast du Bock? Ja. Hast du Lust? Ja. Er wird jetzt Beauty-Guru. Schatz, man hört dich nicht. Er wird jetzt Beauty-Guru. I miss you, don't miss me, don't miss me. Kann ich mit deinem neuen YouTube-Partner? Intro. Also Leute, soweit ich das hier sehen kann, gibt es auf jeden Fall drei Kategorien von dieser Marke. Also Leute, soweit ich das erkennen kann, ist diese Pokémon-Kollektion ein Pokémon X Colourpop. Ich kenne Colourpop, ich habe schon davon gehört. Ich glaube, du hast auch einige Produkte von Colourpop. Also wir haben Lippenstifte, wir haben Lidschatten und wir haben Blushes. Genau. Und das sind die Produkte, die wir haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit, was haben wir jetzt? Lidschatten, Blush und Lippen. Lippen machen wir zum Schluss, würde ich sagen. Ich würde mit Blush anfangen. Okay. Also, wie ihr hier seht, haben wir drei Blushes. Wir haben drei verschiedene Pokémon noch drauf. Ich kann auch alle benennen. Kannst du sie denn benennen? Nicht? Das ist auf jeden Fall Pummeluff, Leute. Ich bin mir zu 99,9% sicher. Das ist dieses Pokémon, was alle so einschläfern lässt immer. Mal schauen, wie die Farben von dem Blush sind. Es ist ein Rosa. Ich finde, es sieht voll cute aus. Wir haben oben einfach nochmal so Pokémon X Colourpop stehen. Und wir haben mega viele Pokémon da oben. Alle rosa. Ah, und die sind alle rosa. Also wir haben sozusagen die Farbe vom Blush mit all den Pokémon mit der gleichen Farbe. Das sind Creme-Blush. Das ist Creme Blush, sagt sie. Also als nächstes haben wir Pikachu. Also wer Pikachu nicht kennt, Leute, ihr müsst ihn kennen. Pikachu ist einfach der Main Character. Leute, die Farbe von dem Blush ist einfach das Bäckchen von Pikachu. Also diese roten Backen von ihm sind einfach der Blush. Ey, wie kommt man auf sowas? Ich finde das voll cool. Schon mein Lieblingsblush. So, als nächstes haben wir Gengar. Gengar ist ein Pokémon, was eigentlich böse ist. Aber ich finde Gengar eigentlich mega cool. Und der Blush ist einfach auch in der Farbe von Gengar. Ich habe noch nie einen lilanen Blush gesehen. Da du nur zwei Backen hast, würde ich sagen, einen Blush benutzen wir auf meiner Wange und zwei auf deiner Wange. So, wir fangen an mit dem Blush von, wer war da drauf? Pummeluff hieß sie. Soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher mit dem Pummeluff. Ich werde bestimmt geroastet. Bitte roastet mich nicht. Ich bin mir nur zu 99% sicher mit Pummeluff. Der Blush ist, oha, der ist ja voll crazy pigmentiert. Ich finde, der ist echt schön. Also wenn ich jetzt Isabel wäre und das machen würde, was würde ich sagen? Ich würde sagen, das ist wirklich ein richtig geiler Blush. Wusstet ihr, wenn man seine Pupse aufhält, dass man dann, dass die voll aus dem Mund rauskommen? Ich habe letztens einfach so ein Video dazu gesehen. Ist auch voll interessant. Und seitdem lasse ich immer raus. Also dieser Blush kriegt von uns auf jeden Fall eine 10 von 10. Und zwar benutzen wir jetzt den Pikachu Blush. Und du bekommst jetzt einfach so rote Bäckchen wie Pikachu. Eigentlich musst du mal einen Pikachu-Look jetzt damit machen. Ich bin aber gespannt, ob es wirklich so richtig knallrot wird. Oder ob es so nur so ein leichtes Rot. Es ist ein Knallrot. Und aber genau so muss es ja sein. Also genau das hätte ich erwartet vom Blush. Dass er so richtig knallig rot wird. Ich meine, klar, du hast jetzt vielleicht einen Ticken zu viel benutzt. Aber wenn man ein bisschen weniger benutzt, ist das auf jeden Fall ein mega schöner Blush. Super. Der lässt sich super verblenden, sagt sie gerade. Ich frage mich, ob man das hört, wenn du so leise flüsterst. Also wir haben jetzt auf der linken Seite, Leute, den Pikachu Blush und auf der rechten Seite den Pummeluff Blush. Und ich bin der Meinung, und Isabel glaube ich auch, dass die Blushes auf jeden Fall top sind. Mein Favorit ist der Rosa. Wie bitte? Mein Favorit. Schatz, ich höre dich noch nicht. Oh nein. Ihr Favorit ist der Rosane. Und jetzt wird's spannend. Ich liebe ja Gengar. Leute, ihr müsst wissen, dass als ich damals Pokémon gespielt habe, ich wollte immer Gengar fangen. Aber den konnte man nicht fangen, weil der einfach so schwer zu finden war. Und jetzt sein Blush auf... What? Das ist ja ein... Das ist ja fast gefühlt ein Buddy Paint. Wir sind Buddies. Au, 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 au.
Schatz, nimm den Schwamm und mach einfach volle Pulle. Ich sehe voll gut aus. Ich sehe aus, als hätte ich 5 Stunden unter der heißen Sonne gelegen. Machen wir weiter mit dem Lidschatten und da haben wir einmal eine große Palette. Und zwar haben wir diese Eyeshadow-Palette von Pokémon X Colourpop. Und wir sehen schon, hinten sind einfach die Farben in so Pokéball-Form. Das finde ich so cool gemacht einfach. Da kommen richtig Erinnerungen hoch. Und vorne, Leute, das Packaging vorne ist so schön einfach. Man sieht einfach diese Anfangs-Pokémon, die man einfach damals aussuchen konnte. Man konnte sich ja entscheiden zwischen denen. Und die Pokémon sieht man am Anfang. Und wenn man die Palette jetzt aufklappt, sehen wir einfach oben nochmal ganz viele Oldschool-Pokémon von damals. Das sind einfach immer noch die besten, meiner Meinung nach. Magneton, Carpador, macht er immer. Da konnte sich das war das nutzloseste Pokémon, was es gab, Leute. Der hatte nur einen Angriff und der hieß Planscher. Der hatte keinen Angriff, der Schaden macht. Du hast immer verloren mit dem. Er ist voll der Nerd. Raupi. Raupi ist voll cool, oder? Ich habe damals Raupi geliebt, Leute. Aber ich hatte ihn 100.000 Mal. Abra. Abracadabra. Du machst eine Seite rot und die andere machst du so silberweißlich, weil das sind die Farben von einem Pokéball. Schatz, warum fragst du mich, wenn du nie zufrieden bist mit meiner Auswahl? Hm. Wir machen gelb. Also mach ein Auge gelb. Es ist eine Glitzerfarbe, Leute. Aber das ist, man sieht den Glitzer gar nicht auf der Farbe selbst. Schatz, ich finde, du machst das super toll. Ich bin voll stolz auf dich, ey. Ich fand das schon immer so. Also als ich dich kennengelernt habe schon, dachte ich mir so, wow, wie gut kann sie sich schminken. Elfi schnarcht nicht so laut. Ich schwöre, er schnarcht so laut, ne? Elfi! Ich wollte gerade sagen, zahl Miete. Aber ich möchte kein Eigentor schießen. Sie hat jetzt gelb benutzt und dann ist sie in ein Orange reingegangen. Und jetzt geht sie gerade in ein Grün rein. Ich frage mich immer, wie du das machst, ne? Und am Ende kommt einfach eine ganz neue Farbe raus, die ich noch nie gesehen habe. Also jetzt mal ohne Spaß, ich muss ehrlich sagen, bis jetzt sieht das richtig gut aus. Also ich finde, die Farben sind schon sehr gut pigmentiert. Kann man auch gut damit umgehen oder ist es eher schwierig? Man kann sehr gut damit umgehen, sagt sie. Jetzt geht sie in ein Gold rein, Freunde. Und das machst du jetzt nochmal... Hey, ich möchte... Hey! Und das machst du jetzt nochmal so übers Auge, das ist einfach dafür da, dass dann nochmal so ein Glow am Ende entsteht. Das kenne ich sehr gut, weil sie es damals bei mir auch mal probiert hatte. Es sieht wirklich mega gut aus. Als nächstes gehen wir in diesen Blauton. Den machen wir jetzt aufs andere Auge. Du musst aufpassen, dass du keinen Fallout hast. Also sie schlägt manchmal den Pinsel so irgendwo gegen, dass sie keinen Fallout hat, Leute. Als nächstes gehen wir in ein sehr dunkles Olivgrün, Freunde. Und das mischen wir jetzt ein in das Blau vom Auge. Und zwar hinten, ja. Dann nehmen wir auch mal einen neuen Pinsel und verblenden das Ganze einfach ein bisschen. Jetzt gehen wir in ein Lila rein. Und dieses Lila kommt jetzt unter das Auge. Das heißt, wir haben bis jetzt schon 3 Farben benutzt für ein Auge. Ich glaube, sie möchte uns sagen, dass es sehr gut aussieht. Als nächstes gehen wir in dieses Glitzer. Lila rein. Das ist so ein ganz, ganz heller lila Ton mit ganz viel Glitzer. Und der kommt jetzt auch nochmal aufs Auge. Wow. Wow. Wow, wow. Der ist echt krass. Das schneiden wir raus, oder? Dein Augen-Make-up sieht richtig schön aus. Ihr seht hier einmal noch ein paar Farben. Grün, rot, grün, blau. Wow. Ist echt gut pigmentiert. Also Leute, Fazit zu der Eyeshadow-Palette, die ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Die ist unbedingt ein Muss für jeden Pokémon-Liebhaber. Und es gibt auf jeden Fall noch andere Farben, die wir noch nicht getestet haben. Wir haben nochmal hier einzelne Lidschattenfarben. Wir haben hier einmal Glumanda. Da haben wir hier so eine kleine Flamme einfach im Packaging drin, weil es ein Feuer-Pokémon ist. Und ich bin gespannt, wie der jetzt aussehen wird. Also das ist so soft. Das ist wie wenn ihr eigentlich in Butter reinfasst, ja. Ne? Wie wenn man in Butter reinfasst. Das heißt, ich könnte den jetzt komplett zerdrücken. Sieht's gut aus an meinem Auge. Also wirklich richtig. Ist es ein Cream-Lidschatten, nennt man das so? Als nächstes haben wir Bisasam, Freunde, ein Pflanzen-Pokémon. Und dann haben wir noch Shiggy. Shiggy ist wirklich ein Favorite von mir, einfach weil er Shiggy heißt. Das ist ein Wasser-Pokémon. Die sind wirklich mega schön geswatcht aus. Mein anderes Auge ist dran. Wo machen wir die dritte Farbe hin? Oh. Also Shiggy, Bisasam, Glumanda. Hey, Shiggy sieht voll schön aus, die Farbe. Das ist wirklich eine mega tolle Kollektion, muss man ehrlich sagen. Die glitzern auch so. Und damit geht's weiter mit den Lippenprodukten. Und zwar haben wir hier einige Lippenprodukte, Freunde. Wir haben hier einfach einen Pokéball. Wie cool ist das denn? Das ist wirklich, glaube ich, so das Highlight, weil hier hat man auch was in der Hand, was einfach vom Pokémon direkt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man den Pokéball jetzt öffnet, da was richtig, richtig Cooles rauskommt. Das ist so, was ist das Lippenbalsam? Es riecht so nach Magic. Es riecht irgendwie so nach Magie, Leute.
Kaugummi. So, Leute, weiter geht es auf jeden Fall mit dem nächsten Produkt. Wir haben hier drei Produkte wieder und eines von diesen Pokémon ist absolut mein Favorite einfach. Wir haben natürlich wieder Pikachu, dann haben wir Pummeluff wieder und dann haben wir noch Ditto. Okay, es sieht auf jeden Fall schon mal mega schön aus. Der glitzert so richtig toll. Mhm. Fühlt sich gut an. Ich muss sagen, es fühlt sich sehr creamy an. Also sehr soft, sehr creamy. Die nächsten zwei Produkte haben wir einmal jetzt Pummeluff und einmal Ditto. Und Leute, Ditto kann sich einfach in jedes andere Pokémon verwandeln, deswegen ist Ditto einfach... Ach, die werden rosa auf den Lippen, okay? Oh mein Gott, das ist auch so ein... Das hat so einen lila Touch. Mhm. Das finde ich mega schön. Einmal tragen wir den hier auf von Pummeluff. Und der sieht einfach so, so schön aus. Die sind echt super. Dann haben wir noch eine letzte Sache, Freunde. Und zwar haben wir hier einfach noch mehr Lippenprodukte. Und zwar Glitter. Ich meine Gloss. Lipgloss. Ich verwechsel das immer mit Glitter, weil Glitter ist ja auch eigentlich so flossy. Was haben wir hier für Pokémon? Oh mein Gott. Du weißt das gar nicht, ne? Schatz, das sind die Legendären. Ich kenne die Namen gerade leider nicht, aber wir haben hier die drei legendären Pokémon. Einfach von dieser Pokémon-Staffel. Ich habe den im Blitz geliebt. Schön. Das sieht schön aus. Danke. Also der ist jetzt so leicht lila. Dieser Gloss hier hat so einen lila-blau-Ton. Wir haben in allen dreien so Glitzer drin, was es einfach nochmal so glossy macht. Fühlt sich mega gut an auf den Lippen, ne? Wie Lippenbalsam. Genau, wie Lippenbalsam. So voll soft auch. Also stört überhaupt nicht. Also es war alles in allem einfach richtig gut. Es gab kein Produkt, was nicht gut war. Die waren einfach alle super, die Produkte. Und die Palette ist auf jeden Fall in deinem Herzen. Dieser Blush hier ist einfach nur Choc-Güzel. Der ist einfach nur top. Der kriegt auf jeden Fall einen Kuss. Und diese drei Lipglosse sind auf jeden Fall auch ein Must-Have. Vor allem für jeden Pokémon-Fan da draußen. Lippenbalsam, du liebst ja Lippenbalsam, das weiß ich. Und dann noch in dieser Form ist einfach nur cute. Und damit war es dann sogar mit dieser Pokémon X Colourpop. Pokémon X Colourpop Kollektion. Schreibt in die Kommentare, wie sich der Sinan als Beauty-Guru gemacht hat. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn du leider nicht so viel reden konntest, beziehungsweise nur flüstern konntest. Und damit würde ich sagen, fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig. Und damit bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Da ist ein Ratzfratz, ich muss es fangen. Hyperball.